Familienschmuck oder das Erbstück, das seit Jahren in Schubladen schlummert. Eigentlich viel zu schade, wo doch häufig Schmuckhändler mit tollen Angeboten locken. Doch das machen viele nicht aus purer Freundlichkeit. Marc deckt auf. Alter Schmuck. Bekommen wir dafür einen angemessenen Preis? Sie ist unser Lockvogel, Inge Freitag. Wir schicken sie los mit diesem Schmuck, besetzt mit Opalen, Saphiren und Brillanten. Stichprobenartig haben wir 4 Schmuckankäufer ausgewählt. Solche, die besonders aggressiv werben. Sofort Bargeld für Gold, Silber, Platin und Brillanten. Oder so, Ankauf von Gold und Juwelen. Der hier bietet sofort Bargeld gegen Edelmetalle und Brillanten. Und sogar ein Goldhändler zeigt Interesse für unseren Schmuck. Unsere erste Anlaufstelle? Ein Ankäufer in der Hamburger Innenstadt mit Filialen in ganz Norddeutschland. Unser Lockvogel Inge Freitag betritt das Geschäft. Wir begleiten sie mit versteckter Kamera. Und müssen drinnen erstmal warten, denn der Andrang ist groß, schon morgens um 10. Dann sind endlich wir an der Reihe, werden an einen der Beratungstische gebeten. Ein Mitarbeiter prüft, wiegt und misst jedes Stück sorgfältig. Dann macht er uns sein Angebot. 1.253 Euro für alle 6 Schmuckstücke. Mehr sei leider nicht drin. Rund eine halbe Stunde hat das ganze Prozedere gedauert. Er sagt, die Steine sind nicht unbedingt was wert, nicht? Was wir nicht unbedingt sehen. Und der Opal und das zählt nicht. Buntsteine zählen gar nicht. Es sah alles so professionell aus. Und er hatte diese Tabelle und jene Tabelle. Und dass man ja auf den Dreh kommen muss, es stimmt. 1.253 Euro. Ist das angemessen oder Abzocke? Wir legen die Schmuckstücke Thomas Dwenger vor, dem langjährigen Obermeister der Gold- und Silberschmiedeinnung Hamburg. Der prüft jedes der 6 Stücke auf Echtheit, Größe und Schliff. Außerdem Gewicht und Goldgehalt von Kette, Brosche und Ringen. Seine Schätzung basiert auf aktuellen Preisen für Altschmuck an den Gold- und Edelsteinmärkten. Wir haben hier ein Collier 585 Gelbgold mit weiß-goldenen Zwischenteilen. Es enthalten 7 Brillanten, die zusammen ungefähr 1 Karat wiegen. Ein fairer Preis für beides zusammen wäre 1250 Euro. Dabei sind die Brillanten etwa mit 500 Euro anzusetzen. Dann der Ring. Was ist der wert? Der Ring ist handgefertigt, 750 Gelbgold. Das Wertvolle daran sind die beiden enthaltenen Steine, ein Boulderopal und ein Brillant, die alleine etwa 800 Euro ausmachen. Zusammen müsste das Ganze 1100 Euro erbringen. Schließlich 4 kleinere Stücke. Der Goldwert hier eher gering, aber allerdings sind auch darin Steine enthalten, Brillanten zum Teil, ein Saphir. Und die heben den Wert doch auf zusammen mindestens 380 Euro. Und die Steine machen dabei mindestens die Hälfte aus. 1.250 Euro müsste allein die Kette bringen. 1.100 Euro der Ring. Und 380 Euro für die 4 kleineren Schmuckstücke zusammen. Summe 2.730 Euro, also mehr als doppelt so viel wie das erste Angebot. Unser Lockvogel startet den nächsten Versuch. Wieder sind wir mit versteckter Kamera dabei. Auch hier prüfen, wiegen, messen. Der Goldstempel auf den Schmuckstücken sei überall korrekt, stellt der Mann fest. Dann holt er ein Gerät hervor, mit dem er die Echtheit der Edelsteine bestimmen will. Und behauptet, einer unserer echten Brillanten sei unecht. Er zählt die Steine an der Kette nach, macht uns schließlich sein Angebot. 1.200 Euro für alles. Beim vierten hat's gepiept, da hat's rot geleuchtet. Dann sagt er, der ist nicht echt. Ich sage, das kann nicht angehen. Das gibt's gar nicht. Nicht? Ja doch, sagt er, Sie haben das doch gesehen. Nun weiß ich nicht. Ist es echt gewesen oder ist es nicht echt gewesen? Er hätte ja auch irgendeinen Knopf brechen können. Nicht? Die auf immerhin 800 Euro taxierten Steine auf einem der Ringe verschmäht der Ankäufer sogar ganz.
Den Opalring hat er sich angeguckt und hat dann gesagt, den Opal würde er mir wiedergeben. Da hat er kein Interesse dran. Den Diamanten da dran, da hat er gar nicht mehr von gesprochen. Er hat nur gesagt, den Opal würde ich bekommen. Dritter Versuch, wieder in der Hamburger Innenstadt. Gold und Juwelen steht in großen Lettern draußen dran. Das Angebot weniger als ein Drittel vom Schätzpreis unseres Experten. Magere 850 Euro für alle 6 Stücke. Der hat alles hinter seinem Tresen gemacht. Ich weiß nicht, ob er das gewogen hat oder wie. Er hat nur gleich gesagt, die Steine, die interessieren ihn nicht. Die könnte er also nicht gebrauchen. Er ist also an reinem Gold interessiert. Dabei steht ja an, auch Steine nimmt er, nicht? Auch im Internet wirbt Gold und Juwelen ausdrücklich mit Kaufen sofort gegen Bar Schmuck, Diamanten, Saphire und auch Halbedelsteine wie eben Opale. Abzocke? Er hat 850 Euro geboten für alles. Und das finde ich also eine Schweinerei. Erste Güte. Unser letzter Versuch, eine Ankaufsstelle für Brillanten und Edelmetalle im vornehmen Hamburger Stadtteil Blankenese. Der Mann hinter dem Tresen nimmt sich viel Zeit, macht bei allen Schmuckstücken als erstes den sogenannten Säuretest zur Bestimmung des Goldgehalts. Und behauptet, bei der Kette sei der auf dem Stempel angegebene Goldgehalt vermutlich falsch. Ohne weitere Prüfung könne er uns kein Angebot machen. Ein Trick, um den Preis zu drücken? Für die anderen Stücke bietet er läppische 610 Euro. Der angemessene Preis war auf zusammen rund 1.500 Euro taxiert worden. Die Kette, die müsste, also da könnte er nicht sagen, dass das also echt ist mit dem Gold. Das müsste er prüfen lassen. Und er würde sie da behalten und würde sie dann, was weiß ich, röntgen lassen oder sonst irgendwas. Und da habe ich gleich gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will die nicht aus der Hand geben. Erschreckendes Resultat unserer Recherche. 2.730 Euro war der Schätzpreis. 1.253 Euro hat Ankäufer 1 geboten. 1.200 Euro der zweite, ohne den Opal. Das dritte Gebot betrug 850 Euro. Und das vierte 610 Euro ohne die Kette. Fazit unseres Experten. Es gibt auch in dieser Branche bei den Ankäufern ganz viele schwarze Schafe. Deshalb mein unmittelbarer Rat, wenden Sie sich an einen kompetenten Fachmann, an einen Juwelier, an einen Goldschmiedemeister. Bevor Sie Ihr Stück aus der Hand geben, lassen Sie sich beraten, klären Sie für sich selbst, was ist das wert, was haben Sie in der Hand, bevor Sie irgendwo leicht über den Tisch gezogen werden. Ein angemessenes Angebot für unsere wertvollen Schmuckstücke haben wir also nirgendwo bekommen. Natürlich haben wir die Händler angefragt. Recht zu dem stehen, was wir erlebt haben, wollte keiner von ihnen. Ich weiß ja nicht, wie es auf Ihrem Girokonto derzeit aussieht.